wirkt eine Kraft F längs eines Weges der Länge d auf einen Körper, so hat diese Kraft eine Arbeit W verrichtet, die durch Kraft F mal Weg d berechnet wird. Eine Arbeit wird in Joule ausgedrückt. Je nach dieser Formel ist die Einheit einer Arbeit Newton mal Meter. Und Newton mal Meter entspricht der Einheit Joule. Eine Energie E ist die Fähigkeit, eine Arbeit zu verrichten. Und die Einheit einer Energie ist ebenfalls Joule, zu Ehren des britischen Wissenschaftlers James Prescott Joule. Im Tutorial 3 PhD 015 werden diese beiden Begriffe Arbeit und Energie detaillierter erklärt.